Okay, damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und das ist Immortals Phoenix Rising. Ein Spiel, von dem ich noch nicht ganz so weiß, was ich von halten soll. Ich habe keine Ahnung, ob es was für mich ist. Ich habe es mir wirklich nicht oft angeguckt, fand es aber ganz interessant. Und da ich es quasi kostenlos, also was heißt kostenlos, habe ich habe halt Ubisoft Plus und da ist das halt drinne und da dachte ich mir so, probierst das halt mal aus. Ja, schauen wir einfach mal. Ich würde sagen, beginnen wir und dann werden wir ja sehen, wo das Ganze uns hinführt. Von daher tauchen wir mal ein in eine etwas andere Welt. Solche Art von Spielen sieht man auf meinem Kanal normalerweise gar nicht. Ah, wie gesagt, ich bin gespannt. Enttäuschen Sie mich nicht. Das ist von Ubisoft und ja, ich denke, das ist alles in Ordnung. HDR haben wir leider nicht. So, Menü ist Deutsch, 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 Sprache Deutsch. Ja, alles Deutsch. Ja, 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 zack, zack, zack. Vorlesemodus, weiß? Nein. Hotzone, das ist ja auch erstmal alles okay. Verfolgerkameras an, Zielhilfe ist Standard. Achso, teilweise Unterstützung und eingeschränktes Einrasten auf Ziele. Legt die, ja, Aiming ist nicht so mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen würde ich das einfach mal hier hinstellen. Volles Pfeile, halten, halten, Vibration ist okay, alles klar, machen wir. So, als allererstes gehen wir mal ganz kurz in die Optionen, denn ich glaube, hier ist auf jeden Fall Bedarf. Ja, müssen wir natürlich jetzt hier auf Vollbild machen, um das Ganze dementsprechend verstellen zu können. Limit aus. Wir können das FPS-Limit ja mal auf 90. Nee, na dann. 100% ist okay. Sichtfeld. Interface, alles klar. Müssen wir erstmal übernehmen, natürlich. Ja. Da geht's doch ab. Grafik. Sehr hoch. Na dann. Adaptive Qualität aus. Anti-Aliasing. Auch hoch, okay. Extremely high. Extremely high. Alles extremely high. Bitte, ja. So. Um die Änderung anzuwenden, muss das Spiel neu gestartet werden. Du verlierst Fortschritte. Bist du sicher? Ja. So, und dann will ich auch sagen. Legen wir los. Einem neuen Spiel und dann das muss man überraschen, ne? So, wähle einen Schwierigkeitsgrad. Albtraum ist gar nicht freigeschaltet. Super. Schwer. Normal. Einfach Story. Da ich überhaupt keinen Plan habe, wie das Spiel ist und ich auch nicht so der Master im Kämpfen und all sowas bin, würde ich erstmal sagen, wir machen es. Ja, Story würde ich jetzt nicht machen, aber vielleicht erstmal einfach und dann schauen wir mal, wenn es zu einfach ist, können wir es ja vielleicht noch hochstellen auf normal, aber schwerer will ich es nicht machen. Aber ich fange erstmal mit einfach an, dann das war das Spiel einfach spielen und ein bisschen entspannen und hier nicht durchragen, weil die Gegner nicht besiegbar sind, von daher. Du willst die Story genießen und dabei ein bisschen herausgefordert werden. Dieser Modus richtet sich an Spieler, die keine Erfahrung mit Action-Adventure-Spielen haben oder die sich lieber auf die Story konzentrieren. Ah, das ist ja sogar relativ passend für mich.
Kann man später noch anpassen, wunderbar. Na, dann machen wir das erstmal so. Und dann gehen wir doch mal. Bezaubernde Hera, heilige Mutter, weise Athena, mächtiger Poseidon, Erderschütterer, treue Artemis, die nie ihr Ziel verfehlt und selbst das Herz eines Kolibris durchbrochen könnte. Nichts als Schweine. Allesamt. Ich kann dich sehen. Komm näher. Hilf mir! So hilf mir doch! Irgendjemand! Nichts hiervon ist deine Schuld. Du bist das Opfer. Wie alle Sterblichen. Erschaffen von Narrenhand. Zerbilder eines gesprungenen Spiegels. Siehe deine Götter. Diese hier tötete 6 Kinder, um ihre Wut zu stillen. Sie streiten, brennen vor Neid, betrügen, kämpfen, morden. Sie sind grausam, rachsüchtig, egoistisch und wie die Verse des Achilleus werden ihnen diese Schwächen zum Verhängnis. Wir sind solche Laster fremd. Der Rest ist gefallen. Nur einer steht noch zwischen mir und der Wiederherstellung des Olymps. Nur der übelste, arroganteste, engstirnigste, anmaßendste Sohn von Kronos, der mich unter die Erde verbannte. Der einzige wahre Zeus! Vermisst habe, Prometheus, liebster meiner Vetter. Du ließest mich hier festketten, wo ein Adler meine Leber frisst. Aus Liebe! Aha. Du brauchst Hilfe. Typhon ist frei. Du standest auf Seiten seiner Verbündeten, der Titanen. Überzeuge ihn aufzugeben. So einfach ist das nicht. Er blockiert sogar meine Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen. Ich sehe nichts außer ihm. Na los. Strafe mich. Ich kann nicht. Er hat meinen Blitz. Er nahm mir alles. Selbst die anderen Götter sind weg. Geh zu den Sterblichen. Vergebens! Diese boshaften, dummen und geschmacklosen Parasiten wurden zu Stein verwandelt. Einer dieser Parasiten wird dir den königlichen Arsch retten. Ich lasse mir meinen hübschen Arsch höchstens küssen. Und Sterbliche werden nie was anderes sein als ein großer Fehler. Willst du darauf wetten? Wenn ich recht habe, war es wohl eher ein Segen, ihm das Feuer zu bringen und dir Überleben zu sichern. Findest du deine Strafe ungerecht? Sie ist etwas extrem. Lässt du dich darauf ein? Wenn du gewinnst, setze ich die Strafe aus und du bist frei. Doch gewinne ich, hilfst du mir, Typhon aufzuhalten? Koste es, was es wolle. Also gut. Möge die Geschichte von Phönix meine Erlösung sein! Oh nein, eine deiner Geschichten. Wie lange wird es diesmal? Die Geschichte beginnt auf dem Meer. Ein Schiff mit Soldaten kehrt von einer fernen Schlacht zurück. Doch ein plötzlich aufziehender Sturm trübt ihren Triumph. Die See wogt und wütet. Wellen türmen sich auf. Die Grenze zwischen Himmel und See verschwindet. Die Gipfel der Wellenberge schlagen um und bilden Täler so tief wie der Tartaros. Du trägst aber ganz schön dick auf. Das ist Kunst, wie dem auch sei. Das Schiff hatte keine Chance. Am Morgen ging die Sonne über den wenigen Überlebenden auf
Dort unter den unbedeutenden Schildträgern gab es ein Menschenkind, das von der Schlacht träumte, aber kaum je einen Kampf gesehen hat. Warte, sage es nicht! So, und hier sind wir dann wohl im Charaktererstellungsmenü. Und formen uns unseren eigenen Charakter. Wie schön. Stimme 1, Stimme 2. Der Sturm! Aufwachen! Ich muss aufwachen! Der Sturm! Aufwachen! Ich muss aufwachen! Okay. So. Müssen wir jetzt mal gucken. Ach, keine Ahnung. Ich hätte eigentlich auch mal nichts gegen eine Frau zu spielen. Jetzt haben wir doch immer einen Mann in letzter Zeit gespielt. Machen wir hier mal eine Frau. So, wir gucken mal alles durch. Die Farbe von frischem Joghurt. Wie wenn ich am Strand war. Eine Haut wie Oliven, aber die guten, nicht die grünen. Ja, alles klar. Ich glaube, das hier... Ja, schön. Das ist in Ordnung. Ein Gesicht wie... Ich sehe es vor meinem inneren Auge. Du weißt schon, so ein Gesicht. Ein kluger Vogel. Ah, das ist wohl am schönsten, ne? Wie unreife Pampelmusen. Gefärbt wie ein leerer Raum. Das finde ich schon, das hat was, nehmen wir. Haare wie... Kann man den Charakter irgendwie... Ah, cool, ja. Wo passt das, denke ich, besser? Wir gucken natürlich alles durch. Pfirsichpflaumen! Das nicht. Nee. Ein Wasserfall, der in die Ägäis strömt. Ich will eigentlich was relativ Standardmäßiges haben. Das hat was, muss ich sagen. Ui. Achso, das war's schon. Okay. Ja, okay, nehmen wir das. Okay. Ui. Okay. Na. Grün, wie wenn Poseidon seekrank ist. Feuer. Pures Feuer. Heft der Tiberius wieder. Ah, ich finde, das ist eigentlich in Ordnung. Bemalung können wir, glaube ich, verzichten. Nö. Will ich nicht haben. Da. Augenbrauen. Dick wie Schiffssparren. Ja, nee. Ja, nö. Dünn wie Tantalos. Ja. Ansonsten, das hier fand ich auch gar nicht mal so schlecht. Oder das hier. Nehmen wir das. Ne, so ist es okay. Ist das? Na. Das meint ihr doch nicht ernsthaft jetzt hier. Mit einem Bart? Ja, warum nicht, Alter? Ach, Leute. Nein. Also, das ist wirklich. Das ist ja. Noch schwarz, Alter. So denke ich mal, wird das schon passen. Und natürlich auch mit der weiblichen Stimme. Der Sturm! Aufwachen! Ich muss aufwachen! Ja, cool. Nehmen wir. Wobei jetzt so von fern her, die Augenbrauen sind auch wieder zu extrem, ey. Ach, nehmen wir die. Ja, oder? Warte. Warte ganz kurz. Die waren auch noch nicht schlecht. Die gehen noch. Okay, nehmen wir die. Dann haben wir nicht überall das Standardzeugs.
Ich sehe sie ganz deutlich. Die geringste unter ihnen war eine Schildträgerin, die von der Schlacht träumte, aber kaum je einen Kampf gesehen hatte. Jemand, der Geschichten erzählt, doch niemand, der sie erlebt. Phoenix. Was für ein Name. Phoenix. Klingt wie das Geräusch, das ein dummer Vogel macht, ehe er sich selbst entzündet. Und das wäre ja lächerlich. Obwohl, ich sollte das aufschreiben. Angespült an einer fremden Küste erwachte Phoenix. Wenn ich den Strand verlassen will, muss ich diese Klippen erklimmen. Okay, super. Wir haben irgendeinen Bonusinhalt. Ich weiß nicht was genau, was das ist. Egal. An fremden Ufern. Erreiche die Klippe. Die Spitze. Ja, schön, schön. Na Mensch. Alles klar, wir spielen das Ganze mit Controller übrigens auch, also. Mit A springe ich. Ja. Okay. B kann ich mich hinknien. Ja. Okay, was ist das für ein Balken? Ausdauer oder was? Aha. Okay, ich kann also nicht beliebig viel machen. Phoenix sah ihren Schiffsführer und die Soldaten in der Ferne. Durch einen Streich des Lichtes wirkte es beinahe, als würden sie ihr zuwinken. Phoenix, du wieder! Du magst nicht wie dein Bruder Lykyron sein, aber ich mach schon noch was aus dir. Halt meinen Schild. Lass ihn dieses Mal nicht fallen. Ich hab dich gar nicht gesehen. Gib nichts auf ihr Gerede. Die sind nur neidisch. Nicht jeder kann einen Bruder haben, so wie du ihn hast. Lochagos! Lochagos! Kannst du mich hören? Du bist so kalt. Was ist das für ein Zauber? Lykyron! Wo bist du, Bruder? Allein und unbewaffnet war Phoenix verwundbar. Ich muss ruhig bleiben und an meine Ausbildung denken. Verwende den Kompass, um Ziele zu finden und dich in der Welt zu orientieren. Okay. Ich speichere das Ganze erst einmal. Schön. Finde eine Waffe. Aha. Das Schwert meines Bruders. Nein! Questbereich. Okay. Du warst immer mein Held. Mein Polarstern. Ich bringe dich zurück. Versprochen. Noch nie hatte Phoenix das heilige Schwert, ein Geschenk von Achilleus für Tapferkeit in der Schlacht, anfassen dürfen. Es lag in ihrer Hand, als wäre es für sie angefertigt worden.
Achilleus Schwert? Ihr Bruder konnte bestimmt gut kämpfen. Stimmt was nicht mit deiner Stimme? Ich habe kein Schwert bekommen. Ich sag's ja nur. Phoenix sah auf. Sie war nicht allein. Bei den Göttern! Zurück! Sie machte sich bereit für ihren ersten echten Kampf. Die Erinnerung an ihre Ausbildung kehrte zurück. Ja. Sollte ich mir einen Überblick verschaffen können. Such dir einen guten Aussichtspunkt und sieh dich um. Okay, alles klar. Stark. Entdeckt. Götterbote. Okay. Ich habe noch nie so eine große Statue von Hermes gesehen. Wer sie wohl erbaut hat? Von Gefahren umgeben und ganz allein. War unsere Heldin dennoch entschlossen, die Soldaten und ihren Bruder zu retten. Langweilig! Schenken wir uns den Teil. Nein, das ist sehr wichtig für die Atmosphäre. Okay, ich finde das sehr interessant. Das Gelaber von denen ist auf jeden Fall lustig. Ja, werden wir mal sehen. Hermes, alter Freund, es ist mir eine Ehre, dich endlich persönlich zu treffen. Sag nur niemandem, dass ich mit dir geredet habe. Ich habe schon mehr als genug Ärger, weil ich lieber Geschichten auswendig lerne, statt die Felder zu bestellen. Und die anderen Soldaten erst. Also, die wissen gute Geschichten wirklich nicht zu schätzen. Was ist denn das? Ambrosia. Wie Honig. Und der erste Frühlingstag und mein erster Kuss. Alles auf einmal. Sammel Ambrosia. Zieht Phoenix sich jetzt auch Ambrosia rein? Prometheus! Angst, deine Wette zu verlieren, Zeus? Bitte. Sie kann eh nicht damit umgehen. Noch nicht. Komm mal hoch, den Riesenkopf hier. Mal ein bisschen umgucken. Phoenix Schicksal wurde immer klarer. Bisher hast du mir nur eine Sterbliche gezeigt, die einen Kampf überstanden hat. Und Typhon wird mit jeder Stunde stärker. Spiel nicht mit mir, Prometheus. Ich schwöre dir, diese Kriegerin ist unsere Rettung. Denn wenn sie scheitert und Typhon uns besiegt, Zeus, König der Götter, wird die Welt ins Chaos stürzen. Ein Tempel des Apollon. Vielleicht gibt es dort ein Orakel oder einen Seher, der mir helfen kann. Ein Greif? Aber die gibt es doch gar nicht. Lass mich los! Hilfe! Hey! Ich rette dich! Ich komme! Ich muss einen Weg zu diesem Riss finden. Okay, er gedrückt halten, Fernsicht. Okay. Entdecken. Achte in der Fernsicht auf die Rückmeldung, die du bekommst, wenn du verschiedene Orte ansiehst. Drücke RT, dauerhaft anzuzeigen. Wölbe des Tartaros entdeckt. Oh. Okay, cool. Das ist jetzt die Karte. Der Fremde, der sich in den Krallen des Greifs wand, stürzte in der Nähe des leuchtenden Risses auf der kleinen Insel ab. Er brauchte eine Heldengestalt. Schnell, da war doch dieser, ach nein, der wurde geköpft. Was ist mit, nein, die wurden gefressen. Wer hat diese Kartei aktualisiert? Hades, Z. Springe in den Teich unter dir. Okay, das hier sind... die verschiedenen Gebiete, sehr interessant. Wir sind gerade auf dem Schmetterfelsen, alles klar.
Hier sind auch noch so ein paar Sachen. Oder was ist das? Ach, das sind irgendwie andere Nutzer oder was? Alles klar. Na gut. Springe in den Teich unter dir. Was haben wir hier noch? Inventar, gucken wir mal. Ändern. Haben wir noch was anderes? 30% Schaden. Nee, erstmal nicht. Alles klar. Fähigkeiten. Ja, alles klar. Okay. Achso, das ist nur, was wir schon können und so. Wie komme ich runter? Der Tempel! Phoenix spürte Ligyrons Klinge bei jedem Schritt. Ihr Gewicht erinnerte sie an die Verantwortung, die auf ihr lastete. Du gabst dein Schwert Ligyron? Oh, Achilleus. Ich habe nie verstanden, warum du erwartet hast, Achilleus würde dir sein Schwert geben. Oh, als Opfergabe. Als ganz gewöhnliches Opfer von jemandem, der dir tief in die Augen geblickt und gesagt hat, du wärst etwas Besonderes. Das ist alles. Ich legte eine Rose auf seinen Panzer. Ich hab da was im Auge. Erzähl weiter. LB und RB, wow. Der Adamantsplitter von Typhons Scherben, das Metall der Götter, wurde förmlich von Phoenix angezogen, als wollte er von ihr zu etwas Größerem geschmiedet werden. Okay, ja, geben wir noch. Das kommt noch. Ja. Untersuche das seltsame Licht auf der kleinen Insel. Ja, da müssen wir irgendwie jetzt hier runter. Zack, können wir irgendwie sprinten oder so? Eher nicht, ne? Alle versteinert. Sehr interessant. Wer hat euch das angetan? Nun lass diese Gefühlsduseleien und komm zu dem Punkt, wo was passiert. Na schön. Das ist schon viel besser. Was? Ach komm. Anders als das sterbliche Fleisch, das zu Stein erstarrt war, okay, sproß der Granatapfel trotzig weiter. Trotzte vor Leben. Hohe Poesie für etwas, das Sterbliche sich in den Mund schieben. Handeln davon nicht die besten Gedichte? Gut. Okay. Jetzt haben wir einigermaßen ein bisschen angefangen, Freunde. Würde ich auch sagen. War's das erstmal für diese Folge. Ja. Gemischter Eindruck. Ich muss mir erstmal ein bisschen einfinden hier. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann hier weiter und gucken mal, was es hier mit auf sich hat. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.